Westfalen ist Bierland. In den 1950er Jahren zeigte sich das neben dem Bierkonsum auch in der Zahl der Brauereien. Es existierten hunderte von kleinen und größeren Unternehmen mit teils langer Tradition. Bis heute hat sich diese Zahl drastisch reduziert. Die Brauerei Nies-Weißenburg aus Lippstadt gehörte zunächst zu den Gewinnern dieses Prozesses. Gegründet 1734, wuchs sie in den nächsten 7 Generationen kontinuierlich an und schluckte so manchen Konkurrenten, bis sie nach über 250 Jahren selbst von der noch größeren Brauerei Warstein übernommen wurde. Der Lippstädter Filmemacher und Fotograf Walter Nies stammte aus dieser Brauereifamilie. In die Fußstapfen seiner Verwandtschaft wollte er allerdings nicht treten. Früh hatte er sich für die Fotografie und das Filmen interessiert und als freier Journalist und Korrespondent für zahlreiche Fernsehanstalten gearbeitet. Seine Heimat blieb er stets treu und widmete ihr viele seiner Aufnahmen. Dazu gehört auch eine Dokumentation über das Familienunternehmen Brauerei Nies-Weißenburg. Hopfen und Malz, ein Streifzug durch die Brauerei Nies-Weißenburg in Lippstadt. In seinem Film nimmt uns Walter Nies im Jahr 1955 mit auf eine Reise durch die Familienbrauerei. Die Anlieferung von Hopfen und Gerste sowie die anschließende Qualitätskontrolle sind genauso Teil seines Films wie das Säubern der Braukessel. Bei dieser Arbeit kann man sich wirklich keinen Bierbauch leisten. Auch vor einem Blick in die Braukessel scheut Walter Nies nicht zurück. Im Kesselinneren lässt sich sogar der Hopfen auf der Bierwürze erkennen. Keine Arbeit für große Menschen. Das Putzen der hölzerne Gärbrottiche. Sauberkeit hat beim Bierbrauen höchste Priorität. Daher werden die Bierfässer gründlich gereinigt. Die Brauerei Nies-Weißenburg verfügte bereits Mitte der 1950er Jahre über eine automatische Anlage zum Waschen der Bierfässer. Die Fassabfüllung läuft im Gegensatz zur Flaschenabfüllung nicht automatisch. Bis zu 3 Fässer werden gleichzeitig von Mitarbeitern mit Bier befüllt und anschließend verschlossen. Für die Abfüllung in Flaschen kommt eine Abfüllanlage der Seitzwerke Kreuznach zum Einsatz. Auch die Etikettierung der Bierflaschen erfolgt vollautomatisch. Händisch wird das abgefüllte Bier auf LKWs verladen und kann so seine Reise zum Kunden antreten.